ist der Pilot und wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann schaut mit dem Part 1, den ich irgendwo hier oben beim Cloud einblenden werde. Und nachfolgende Serien, die ich noch ein paar machen werde, wenn ich den gerade jetzt sterben werde, werde ich dann hier unten einblenden. Ah, soll ich aufgeben hier. Entschuldigung. Ja, man kann es auch mit dem ausspielen. Ich spiele es aber lieber ein bisschen besser drin. So, gehen wir jetzt hier lang? Hier oder runter? Tja. Schwer. Ich gehe runter. Und, ja gut, okay. Halbwegs akzeptable Entscheidung. Und, ich glaube, hier stehen unsere Fieber-Zweite. Eigentlich bin ich freigelegt. Cool, ich habe einfach gespeist. Jo. Also runter geht's. Da geht er nicht weiter. Gehen wir einfach da. Schauen, ob da so ein Geist hat. Ich, die hasse ich. Okay. Einer ist wahrscheinlich nicht schlimm. Jetzt gehen wir mal oben. Ja. Man kann ihn nämlich nur von hinten angreifen. Das sind nämlich rein gar nichts. Oh, wie scheiße hier. Wenn natürlich mehr Konstellationen auftreten, die Dinge sind so echt höllisch schwer. Er kommt. Ach ja, wenigstens einer. Sind jetzt geil gekriegt. Toll. Keine Zeit zum Lesen. Ist doch mega. Schmusen will ich nicht mit dir. Oh, super. Halbes Herz krieg ich. Gehen wir mal die Spielhalle rein, damit man so zum Gucken. Das ist eine Wahrsagermaschine, keine Jackpot-Maschine. Das hat sich doch mal gelohnt. Das nicht. Okay, ich kann es nicht aufhören. Ah, was kaufst du hier? Jetzt alle 200 Euro haben. Oder in der Mitte. Du willst nicht auf der Mitte? Nein? Was ist denn da? Hallo? Warum in der Mitte? Oh, schlimme. Verdammt! Also ich würde jetzt eiskalt sagen, wieder in der Mitte. Drückst. Ha, oh ja, zwei Schlüssel, geil. Ich liebe ihn. Aber ich habe noch einen Schlüssel für den Goldraum. Oh, und das hat sich gelohnt. Da ist ein Herz, wenn ich noch brauche. Wenn ich verletzt bin, gehe ich hier wieder zurück. So. Leider. Ah, was bist du? Ah, was bist du? Ach, das ist nervig.
Fuck. Ehrlich. Damn, die Grützenkacke hier. Da ist was. Komm, explodier. Ja. Ehrlich. So ist es doch. Also ist doch das. Ich hätte es verboten, sich auszuziehen. Nicht okay, finde ich das nicht. Also wenn ich mit das hier... Ich könnte eigentlich mal einen Shop anschauen. Ich bin auch Geld, wenn ich... Komm, schlüssel eigentlich auch. Ihr fragt euch, warum hat der Typ sich jetzt eine Leiter gekauft? Fuchs ja. So, was habe ich gemacht? Wer ist denn jetzt? Ja, ich zeige euch gleich, wo die Leiter da ist. Ist drauf. Okay, so, jetzt zipp. Zehn. Zipp, zipp, zipp. Dann kann man mal kurz stehen, praktisch. Nee, du bist doch voll drauf wahrscheinlich. Ich geb dich. Aber jetzt die Folge drauf und dich anmeldet. Oh nee, das Buch will ich nicht. Das lässt auch bloß Bomben erscheinen, das ist auch blöd. Ah, das war gerade meine kleine Katze. Die spackt schon wieder rum. Ich habe zwei davon, also könnte auch in der Hintergrund immer mal laut werden. Ja, das ist zu verkraften. Ich hatte auch mal diese komische Fähigkeit hier Bomben zu schmeißen. Sehr unglaublich, wenn man nahe davor stand. Kann sie nämlich nur in einem bestimmten Winkel schmeißen und in einer bestimmten Richtung. Der kann deswegen... Gut, das sind NPCs, die können alles. Das ist ja wie ein selber. Jetzt kommen wir hoch. Yeah, Zwischenboss mit dem Goldraum, der bewacht ihn. Ich habe drei Schlüssel. Sehr praktisch. Bomben habe ich auch genug. Ich kann es nicht alles angreifen. Praktisch, praktisch. Wenn man zu nahe kommt. So, ich habe jetzt eine Rüste am Arschloch. Daher. Nervt er mich nicht. Du kannst nicht darunter, ich werde das sagen, kurz. Die Kiste entsperrt.
ich muss nah dran stehen, dann funktioniert das jetzt auf wessen Ruf. Goldraum, was hast du für mich? Warte. Ja, das Shuffleboard. Ja, auch sehr praktisch. Jetzt kann ich nämlich auch durch Steine durchschießen, aber auch durch Kackhaufen. Ich brauche mein Level, wenn ich es abtragen kann. Das klingt abtragen. So. Praktisch bei solchen Fischen hier. Das ist wirklich bloß permanent nerven. Okay, verdammt. Das ist ein Räuberfuck. Was du machst. Was ist jetzt los?
keine Pillen. Jawohl, das hat jemand gewartet. Die Regulationspillen. Noch eine Telepille, vergiss es. Was du? So, also jetzt freue ich mich schon wieder, jetzt springe ich mal. So, hier endet mein Part Nummer 3. Glaube ich. Und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Ich hoffe, auf ein baldiges Wiedersehen bei The Behind of Isaac.